Die Anzahl der elektrosensiblen Menschen nimmt ständig zu. Es ist oft ein schleichender Prozess und etwas, was ja vielleicht in der Öffentlichkeit noch immer nicht wirklich ernst genommen wird. Dabei reden wir in der Tat von ganz schwerwiegenden und gravierenden Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Es ist also alles andere als etwas, was wir ignorieren sollten. Und die Frage ist, gibt es Lösungen und wenn ja, welche? Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Richard, die Anzahl der Menschen, die, wie ich gesagt habe, elektrosensibel sind, steigt ganz offensichtlich. So richtig akzeptiert ist das immer noch nicht. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass das nichts mit Einbildung, mit irgendwelchen Hypochondern zu tun hat, sondern schon gravierende Dinge sind, die da Menschen mit sich rumtragen und die sie erleiden und erdulden müssen. Das ist so. Ich habe selbst eigentlich früher immer gedacht, ach ja, das sind entweder Hypochonder oder die haben irgendwie psychisch was nicht in Ordnung und müssten eigentlich ihre Traumata bearbeiten. Also ich habe sie immer als absoluten Extrem- und Sonderfall betrachtet und nicht ernst genommen. Aber das hat sich geändert in den letzten Jahren, speziell in diesem Jahr. In diesem Jahr bin ich mit sehr vielen extrem Sensiblen zusammengekommen. Mit einer von ihnen arbeite ich schon seit 2 Jahren, beliefere sie mit meinen Produkten, weil sie die auch testen kann, sehr zuverlässig testen kann und sagen kann, wie sie wirken. Ne? Ja. Und jetzt habe ich sie noch näher kennengelernt. Ich habe auch ein Video mitgebracht, wie sie... Schauen wir uns gleich nochmal ja, an. Völlig klar, ja. Wie sie lebt. Ich wollte nur den Bezug dazu sagen. Und mir ist also ganz deutlich klar geworden, dass dies keine Einzelfälle sind, sondern dass diese Menschen im Grunde uns vorleben, wie wir möglicherweise in 5, 10 oder 15 Jahren unser Leben verbringen werden. Weil diese Elektrosmog-Sensibilität, diese Hypersensibilität passiert von heute auf morgen. Sie entsteht nicht langsam, sondern plötzlich hat man es. Und dann, es ist so, als würde irgendeine Hülle zerrissen werden. Wenn die einmal zerrissen ist, dann ist man gegen alles Mögliche hochsensibel. Und natürlich in erster Linie gegen Hochfrequenzen. Die Niederfrequenzen spielen da erstmal nicht so die Rolle. Es sind die Hochfrequenzen. Wenn du sagst, es ist ein wie Umlegen eines Schalters, es ist plötzlich da, dann stellt man sich natürlich trotzdem die Frage, gibt es so etwas wie Warnsignale? Gibt es so etwas, was man vorher erlebt und sagen kann, okay, jetzt bin ich möglicherweise der Kandidat, der das dann in einer gewissen Zeit ebenfalls erleben wird? Ich denke, also das ist nicht wirklich meine Kompetenz, sondern die Kompetenz von Petra Erhardt, die ich heute mitgebracht habe. Sie ist Heilpraktikerin in Berlin, selber elektrosensibel und ich denke, niemand anders ist kompetenter als sie, um die Frage zu beantworten. Du hast das selbst bei dir erlebt. Ja. Das heißt, es war auch wieder dieses Umlegen eines Schalters. Also du hast jahrelang kein Problem gehabt und plötzlich war es da? Ja, es geht tatsächlich schleichend. Ich habe gerade, als Richard erzählt hat, so ein bisschen geschmunzelt, weil ich habe mich da genau wiedergefunden. Ne? Am Anfang sind es einfach nur Symptome, die in jeder Stresssituation auftreten. Ne? Strom setzt ja vor allen Dingen an den Organen an, die im Kopf liegen, am Nervensystem, am Chef des Hormonsystems, beides liegt im Kopf, und am Reizleitungssystem des Herzens. Ne? Mhm. Und am Anfang fühlt sich das eben an wie Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten, auch mal ein Herzstolperer. Und mit der Zeit ist das ähnlich wie bei einer Allergie, ständig wachsend. Ne? Ja. Also wenn wir immer wieder das zu uns nehmen, worauf wir allergisch reagieren, dann wird die Reaktion des Körpers immer stärker. Und genauso funktioniert das auch beim Strom. Das Problem beim Strom ist, dass wir nie mehr 100% Karenz üben können. Sich von einer Allergie zu befreien, sagt man, kann man auch ein halbes Jahr das Allergen meiden und dann ganz vorsichtig den Kontakt wieder beginnen, dann ist es möglich, dass man die starke körperliche Reaktion nicht mehr so hat. Das gelingt uns bei Strom nicht, weil wir ja jeden Tag und immer mehr Strom ausgesetzt sind.
Das heißt, du hast so diese bei dir selbst erlebt, diese anfänglichen Symptome. Ja. Hast du die schon, ich sag mal so, vermutungsmäßig in die Richtung? Am Anfang nicht. Am Anfang habe ich wirklich, so wie Richard gesagt, gedacht, ich muss meine Traumata aufarbeiten, ne? Und habe dann auch wirklich gewühlt und gesucht und gemacht, aber irgendwie ging es nicht weg, ne? Und dann hat mein Zahnarzt hat mir eine Knöcherschiene verschrieben, die habe ich durchgebissen, die hat überhaupt nichts genützt, ne? Weil dieser Strom, der am Kopf ansetzt, der lässt auch die Muskulatur total verspannen im Schulter-Nackenbereich und auch im Kieferbereich, ne? Und dann war so der Punkt, dass ich dachte, es ist irgendwie komisch. Das alleine kann es nicht sein. Ne? Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe, weil ich mich nicht wirklich selber helfen konnte, habe ich damals eine naturheilkundliche Therapie angefangen. Und der Heilpraktiker hat gesagt, lass doch mal einen Baubiologen kommen. Und dann haben wir tatsächlich zu Hause einen Baubiologen kommen lassen. Der hat die Bettstelle vermessen, weil ja. Das Bett ist das, wo wir uns am längsten aufhalten. Ungefähr 8 Stunden jeden Tag. Ne? Und da unser Körperwasser, 70% von uns besteht ja aus Wasser, da unser Körperwasser alles speichern kann, was um uns ist, wenn wir uns nur lange genug dort aufhalten, sind natürlich auch diese Frequenzen im Körper gewesen. Ne? Und er hat das so rausgefunden und hat dann gesagt, lass mal einen Baubiologen kommen. Und der hat dann Bettplatz vermessen und das war schon erstaunlich. Also in meinem Bett, auf meiner Seite, war eine Körperspannung von 2500 Millivolt, das ist extrem hoch, waren auch die Zeichen des WLANs ganz deutlich zu spüren und auch die Zeichen für eine Wasserader, also für eine geopathische Störzone. Und das alles hatte ich gespeichert. Und das war nur auf deiner Seite des Bettes? Nein, beide Seiten des Bettes ja. sind belastet, aber jede ein bisschen anders. Ja. Das kommt drauf an, wo das steht, genau. Genau, ja. Das kommt drauf an, wo es steht und was oben drüber und unten drunter ja. passiert. Ja. Ne? Ja. Also über meinem Bett ist der WLAN-Router, unten drunter ist die Fernsehanlage und auf der Seite meines Mannes spielten ganz andere Dinge eine Rolle. Also wir haben Fernsehen auch kann man ja streichen, das kann man ja wirklich vergessen heutzutage. Ja. Naja, gut. Muss man nicht, aber das wäre ja schon ein Schritt in mentale und physische Gesundheit. Ja. Und das, gut, jetzt hast du festgestellt, das ist ja spannend, dass mit einer möglichen Versetzung des Bettes gewisse Probleme. Es gab keine Zone, wo das Bett richtig frei war. Ah, das war klar. Das nächste okay. Problem. Ne? Okay. Also meine erste Reaktion war: Bett verstellen, keinen Fall. Meine heilige Ordnung will ich behalten. Ne? Und dann habe ich noch mal drüber geschlafen und habe gedacht, na gut, macht ja Sinn. Und dann haben wir wirklich eine Stelle gesucht, wir haben keine gefunden. Ja. Und das war dann der Beginn dafür, dass wir nach anderen Lösungen suchen mussten. Ne? Und dann haben wir eben Schritt für Schritt uns Lösungen erarbeitet, auch mit Hilfe des Baubiologen, haben abgeschirmt, ne? Haben dann später noch mal umgestellt auf die Lösung von Swiss Harmony. Mhm. Und seitdem schlafe ich ohne morgens aufzuwachen mit verspanntem Kiefer oder Rückenschmerzen. Und es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja. Aber was bei deiner Schilderung deutlich wird, ist im Grunde genommen die Potenzierung, die ich durch den Elektrosmog, ja. durch WLAN und dieses Kapitel habe, plus geopathische Störungen oder Beeinträchtigungen, keine Störungen, sondern Beeinträchtigungen, dass das natürlich Dinge sind, die sich dann auch nochmal richtig genau. potenzieren. Und so ist das im Grunde genommen mit dem Strom auch verständlich, dass manche Menschen das nicht fühlen. Also nicht jeder ist so sehr sensibel. Ich bin ein hochsensibler Mensch, ich spüre das sowieso doller. Aber die Summe macht's. Ne? Also wenn ich eh in einer Stresssituation stecke, weil ich mich gerade habe scheiden lassen oder auf Arbeit nicht klarkomme, wenn ich mich schlecht ernähre, wenn ich zu wenig Vitalstoffe zu mir nehme, die Summe macht's. Ne? Und wenn aber ein gewisses Level überschritten ist, ist der Weg zurück nicht so ganz einfach. Ja. Ne? Jetzt lass uns noch mal bei den körperlichen Beeinträchtigungen, wir haben das jetzt ein bisschen sehr abstrakt angesprochen, aber da noch mal zu dem Zeitpunkt, wo du noch nicht Lösungen hattest, also die Lösung Bett zu verstellen oder verschieben, schied ja bei euch aus, eine Lösung hattest, um hier eine Abschirmung vorzunehmen. Was hat denn das dann ganz konkret bedeutet? Also du hast von den, ja, ich sag mal, Verspannungen im Kiefer gesprochen. Wie gehst du denn damit
wie konnte denn der ganze Tag dann stattfinden oder welche Beeinträchtigungen? Das war schwierig. Ne? Ja. Also es war ja nicht nur diese Verspannung im Körper, das waren auch Schlafstörungen an sich. Ne? Und einfach auch morgens das Gefühl, ich bin platt. Ich bin einfach nicht wirklich fit und ausgeruht. Ne? Und das ist ja was nicht normal ist, wenn man nach 7 oder 8 Stunden Schlaf morgens aufsteht und denkt, oh nee, nicht schon wieder. Mhm. Ne? Und das steigerte sich dann wirklich auch in Tagesmüdigkeit, in zunehmenden Konzentrationsstörungen, bis hin zu Wortfindungsschwierigkeiten, bis hin dazu, dass ich manchmal gedacht habe, ich kann nicht mehr wirklich gut denken. Ne? Das ist die Ebene, die übers Nervensystem läuft, die Ebene, die über das Hormonsystem abläuft und das Ganze begleitet, sind Stimmungsschwankungen zum Beispiel, innere Unruhe, Gefühle von Angst, Gefühle von Verzagtheit, bis hin zur Depression, die sich immer weiter steigern. Ne? Und wenn man in Richtung Depression geht, ist auch Körper, Geist und Seele reagieren immer gleichzeitig miteinander. Ne? Und wenn man in Richtung Depression geht, vom Seelischen, vom Psychischen her, dann ist der Körper auch in Richtung Burnout gegangen. Ne? Und das Ende des Liedes war tatsächlich, dass ich morgens das Gefühl hatte, ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht arbeiten, ich kann diesen Tag nicht bewältigen. Also eine Situation, in der ein ganz normales Leben kaum noch, also man will sich ja eigentlich vergraben, man will das Bett oder das Haus gar nicht mehr verlassen, was die Sache auch nicht besser macht. Ja. Das völlige Ausgeschaltetsein von dem ganz normalen Alltag. Das ist eine Schwierigkeit dabei, ne? Wenn man erstmal anfängt, sich zu vergraben, ne, Körper, geistig, seelisch, dann wird das auch immer schwieriger zurückzufinden. Und ich bin von Anfang an willens gewesen, das zu überwinden. Also ich wollte mich damit nicht einverstanden erklären, dass mein Leben auf einmal so eingeschränkt ablaufen soll. Ne? Und deswegen haben wir uns auf die Suche nach Lösungen gemacht. Ja. Das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache die Heilpraktiker-Ausbildung, ich will wissen, wie das funktioniert, ich will wissen, wie man das überwinden kann. Und auf diese Weise bin ich Bioresonanztherapeutin geworden nach Paul Schmidt. Und das war im Grunde meine Rettung, ne? diese Abschirmung und dieses Therapeutische, dieses Gemeinsame. Ich mache heute noch bei mir selber jede Woche einmal Bioresonanz, um mein Nervensystem zu stärken. Also insofern hat das Schicksal oder die Lebensaufgabe dir eigentlich an dem eigenen Schicksal gezeigt, wohin dann auch der berufliche und die eigentliche Lebensaufgabe sich hat entwickeln können, richtig. Was im Grunde ja auch wieder eine großartige Entwicklung ist. Wenn man mal das Leid beiseite nimmt, sondern es war so der Anschubser in ein ganz neues Kapitel deines Lebens. Das war nicht so ganz neu. Ich habe mit 16 schon mich sehr für Medizin interessiert, habe ja Krankenschwester gelernt, auch 40 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Ne? Das war im Grunde genommen die wunderbare Fortsetzung dessen, nur halt auf einer anderen Schiene. Ja, aber nochmal eine ganz andere Erweiterung. Wenn du Krankenschwester bist oder wenn du jetzt Therapeutin bist, ist das nochmal... Ist schon nochmal ein anderer Schritt. Nochmal ein anderer Schritt. Richard, du hast einen Clip angesprochen von Roswitha, was war deren Schicksal? Was werden wir in dem kleinen Film gleich sehen? Wir werden einfach nur sehen, wie sie lebt. Wie sie wird ein bisschen von sich erzählen. Es ist ja nur ein ganz kleiner Film. Und wir zeigen ihr Schlafzimmer. Da erklärt sie, wie sie sich in diesem Schlafzimmer, was notwendig ist, damit sie sich überhaupt da wohlfühlt. Ja. Und bei ihr war der Ausgangspunkt auch, dass... der Alltag immer, ich sag mal, beschwerlicher wurde? Oder? Von heute auf morgen war das bei ihr. Ja. Sie war in einem Seminar und hat vorher nie irgendwas bemerkt. Also so hat sie es mir geschildert. In dem Video ist es nicht erkennbar. Sie war nie in diesen typischen Symptomen und hat ein Seminar besucht in einem Hotel. Und während sie im Seminar, irgendwann kam sie darauf, dass sie ihr Handy aufladen wollte. Damals hatte sie noch eins. Da hat sie eine Steckdose gesucht und hat direkt hinter sich tatsächlich eine gefunden und bemerkt, dass direkt hinter ihr der Router stand, der WLAN-Router für das Hotel oder für Teile des Hotels. Ja. Und sie hat es nur bemerkt, hat gar nicht weiter darüber nachgedacht. Und sie hatte eine Horrornacht, sagt sie. Sie hat sich erbrechen müssen. Sie hat sich elend gefühlt, Migräne, alles ist entsprechend elend auch aufgewacht. Und von da an war es. Von da an hat sie
Hochfrequenzen nicht mehr ertragen können und ist total in die Schwäche gegangen, bis hin zur Unbeweglichkeit. Sie sagt, sie liegt manchmal tagelang im Bett, weil sie gar nicht hoch kann. Ja. Ja? Früher hat sie sich mal für 5 oder 10 Minuten in ein Einkaufszentrum gewacht, weil sie ja auch mal einkaufen muss. Ne? Und sie sagt, sie ist dann den ganzen Nachmittag nicht mehr zu gebrauchen. Denn sie muss sich dann hinlegen und ist total fertig. Damals hat sie, also ganz zu Anfang hat sie noch gearbeitet, ne? Und ihre Arbeitskollegin hat ihr gesagt, ach, du musst einfach nur positiv denken. Du musst das ganz anders angehen. Ne? Think positive. Und sie hat darauf nichts gesagt. Interessant war, das fand ich, und das hat mir die Augen geöffnet. Dieselbe Frau hat sie 3 Jahre später angerufen und hat gesagt, Roswitha, du musst mir helfen. Ja, wieso? Ich habe dieselben Symptome wie du. Total in Panik. Und sie hatte keine Ahnung, warum es ihr passiert ist, aber es ist ihr passiert. Ja. Und so kann es jeden von uns treffen, und zwar heute schon oder morgen. Ich wünsche es keinem, aber das ist nun mal das Thema. Ne? Hallo, ich bin Roswitha. Hier ist meine neue Heimat, mein Rückzugsort. Es ist eine wunderschöne Umgebung. Hier kann ich mich erholen für die Aktivitäten draußen in der modernen Funkwelt. Trotzdem kommt die Funksensibilität als mein ungebetener Begleiter immer mit. Also hier, das ist mein Zuhause. Das ist, seit ich in elektrohochsensibel bin, mein 4. Zuhause. Das erste Mal bin ich umgezogen in eine Garage. Zweite Mal dann in eine kleine Wohnung und jetzt hier und fühle mich eigentlich hier sehr wohl, weil ich auch gut abgeschirmt habe und auch jetzt noch Produkte von Swiss Harmony habe, die mir doch noch eine Erleichterung bringen und eine Ruhe in die Umgebung geben, so dass ich auch arbeiten kann, was nicht mehr selbstverständlich ist, weil überall hat es WLAN. Beim Shoppen, Einkaufen, Ferien, Freizeit, überall ist es. Also das Leben ist sehr eingeschränkt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man ein gutes Zuhause hat, wo man sich wohlfühlt, wo man sich erholen kann. Und durch das eigentlich wieder eine gewisse Energiereserve hat, dass man nicht bei der kleinsten Belastung gleich wieder auf dem Nullpunkt landet. So, hier ist meine Schlafhöhle. Ich brauche diese, weil ich einfach sonst nicht schlafen kann. Ich erkläre, wie das Faradaysche Käfig aufgebaut ist. Also ihr seht, oben ist Vlies, Metallvlies auf der Seite. Hinten und hier auf der Seite hat es Metallvlies und unter dem Bett hat es auch Metallvlies. Dann habe ich hier den Vorhang, so dass es auch von unten von der Antenne vom Tal doppelt abgeschirmt ist. Vor dem Fenster ist ein Metallgitter, dass ich das Fenster aufmachen kann in der Nacht. Vorhang ziehe und auch eine doppelte Abschirmung habe. Und zum Schlafen, das ist dann die 3. Schicht, wird ganz zugemacht. Ich brauche diese Schlafsituation, auch wenn es wenig Luft drin hat, weil ich bei der geringsten Strahleneinfall nicht mehr schlafen kann, weil im Schlafmodus hat man einfach viel empfindlicher als im Tag. Beeindruckend und auch eine Situation, bei der deutlich wird, was mit einem passiert, wie es sich entwickeln kann, wie man allerdings auch rauskommt und dass da in der Tat jetzt einfach nur positives Denken oder so etwas überhaupt nicht weiterhilft. Bringt gar nichts. Nee, das bringt gar nichts. Überhaupt nicht. Netter Ratschlag, aber völlig wertlos. Ja. Und das was mir klar geworden ist, ist, dass auf der Heilerebene, sprich Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, noch ein ganz geringes Bewusstsein dafür vorhanden ist. Ne? Also ich habe mich mal bei einem sehr guten Freund, der Arzt ist in Hannover, habe ich mir gesagt, dass ihr Ärzte, ihr müsst das doch wissen, warum geht ihr das nicht an? Nein, sagt er,
Wir wissen das nicht. Ich weiß es, sagt er. Und du kennst vielleicht noch ein paar andere, die es wissen. Aber 95% der Ärzte wissen es nicht. Wenn die sagen, das ist irgendwas anders, dann sind die davon überzeugt. Wie geht denn, wenn du jetzt das Stichwort Ärzte, wie geht denn die Schulen, also dem das Beispiel von Roswitha, was du angesprochen hast, mit einer völligen Arbeitsunfähigkeit, du sagst, sie hat damals noch gearbeitet, eine völlige Arbeitsunfähigkeit einhergeht. Wie geht denn die Schulmedizin mit dieser Thematik um? Packt die die in die Psychokiste oder? Genau. Ja. Nach allem, was ich gehört habe von vielen meiner Kunden, sind die Ärzte ratlos, überweisen sie weiter zu, oder empfehlen ihnen eine Therapie zu machen oder schicken sie zu einem Heilpraktiker oder so. Aber in der Regel ist da Hilflosigkeit. Ja. Gestern war ich bei einem, wir haben einen Ausstellungsstand gehabt auf einem Kongress in Düsseldorf, der Kongress der freien Heilpraktiker. Und ich hatte viel Gelegenheit, mit Heilpraktikern zu sprechen. Und ich bin ja noch in diesem mentalen Bewusstseinsfeld, ne, wo ich dachte, Mensch, jetzt kann ich Sie mal fragen. Habt ihr in eurer Praxis, habt ihr da auch viele elektrosensibel? Und dann sagen die, nee, das wissen wir nicht. Wir vermuten. Die haben auch, also ich will jetzt nicht die Heilpraktiker abwerten, so meine ich das gar nicht. Aber das Bewusstsein dafür, ist mein Gegenüber möglicherweise elektrosensibel? Sind die Symptome vielleicht zurückzuführen oder werden sie verstärkt durch den Elektrosmog, durch Hochfrequenzen in ihrer Umgebung, am Schlafplatz, am Arbeitsplatz? Das kommt ihnen nicht. Und da braucht es Aufklärung. Deswegen sitzen wir hier. Ja. Man hat ja in der öffentlichen Kommunikation wird ja dieses Thema dann auch wirklich oft so in die komplette Lächerlichkeit hineingezogen. Das sind ja, entweder Hypochonder oder Verschwörungstheoretiker. Esoteriker oder genau. Spinner oder wie auch immer, die da vielleicht auch einfach nur arbeitsscheu, die sagen, ich will nicht arbeiten und dann bleibe ich einfach mal zu Hause. Ist das etwas, was, ja, ich sag mal, dann ja auch logischerweise zu dem Problem führt, wenn ich wirklich arbeitsunfähig bin, wie geht da der Arbeitgeber, wie geht da das Umfeld mit solchen Menschen um? Also wenn du da so in die Schiene nicht ganz dicht geschoben wirst, ist es natürlich schwierig. Und das ist schwierig. Also ich denke, dass es bei wiederholten Krankschreibungen dann wirklich in die Psychoschiene geht, ne? Und dass man da auch schwer wieder rauskommt. Das ist immer wieder zu beobachten. Aber es ist eigentlich gar nicht so mein Thema, weil ich bin Gott sei Dank auf Grundlage der Bioresonanz nach Paul Schmidt in der Lage herauszufinden, ist dieser Mensch, der jetzt bei mir ist, belastet durch Elektrosmog? Und wenn ja, wie stark? Ich kann also genau sehen, wie stark ist sein Nervensystem belastet, in welchen Etagen, in welchen Schichten ist das Nervensystem belastet, wie stark ist das Hormonsystem belastet, wie stark ist das Herz belastet. Das kannst du sauber messen. Das kann ich messen, ja. Ne, und kann daraus natürlich auch schlussfolgern, was ist jetzt zu tun. In der Regel empfehle ich jedem, der belastet ist, eine baubiologische Untersuchung am Bettplatz. Oder auch am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz ist oft schwer, weil da keine Akzeptanz für vorliegt. Ne? Wer am Arbeitsplatz belastet ist, weil er weiß, dass hinter ihm eine große Anlage für die IT-Information steht, ne? Dem empfehle ich, sich körperlich zu schützen, indem er was trägt. Ne? Dafür gibt es ja Gott sei Dank heute auch Lösungen. Es ist auch oft so, dass, also so zum Heilpraktiker kommen ja in aller Regel mehr Frauen als Männer. Die sind halt offener für solche Angelegenheiten. Und die haben dann oft auch Schwierigkeiten, ihre Männer davon zu überzeugen, dass da mal ein Baubiologe nach Hause kommen muss. Ja? Und glücklicherweise, seitdem ich mit der Firma Swiss Harmony zusammenarbeite, habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe Ihnen was mit, Sie schützen sich erstmal, weil sonst natürlich auch meine Therapie nicht greift. Ne? Bioresonanz nach Paul Schmidt ist eine ursachenorientierte Diagnostik und Therapie, und wenn die Ursache nicht weg ist, dann kann ich mich tottherapieren und erziele keinen Erfolg, dann werden die Symptome bleiben. Und genau davor habe ich Angst, dass die Menschen sagen, oh, hat ja auch nichts gebracht. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch an die Ursache Strom rangehen und die Leute schützen.
Das ist aber, du hast den Arbeitsplatz angesprochen, unabhängig immer von der Akzeptanzthematik. Du hast im heutigen modernen Büros, hast du Elektronik ohne Ende. Ja. Die Tätigkeit heute ist eine sehr stark computerorientierte Tätigkeit. Wenn das Großraumbüros oder größere sind, nicht selten mit WLAN, oft sicherlich auch mit der Dose, aber nicht selten mit WLAN. Wenn du, was ich was, Lager oder Vertrieb, hast du deine schnurlosen Telefone. Also diese Dinge, um die kommst du ja gar nicht drum herum. Genau. Also da ist ja ein Abstellen der Belastung in einem solchen Umfeld überhaupt nicht möglich. Nein, das ist auch nicht möglich. Und ich finde es aber auch nicht richtig, das zu verteufeln, weil das bringt uns auch nicht weiter. Also ich denke, die Zeit der Postkutsche und der Brieftaube, das ist einfach mal vorbei. Ich möchte auf mein Navi-System nicht verzichten, wenn ich unterwegs bin. Ich möchte auf mein Handy nicht verzichten. Es geht einfach darum, das ein bisschen kritisch zu beäugen, ne, und auch gut damit umzugehen. Und in diesen Großraumbüros würde helfen, eine, darf ich Abschirmung sagen? Du darfst alles sagen. Eine Harmonisierung. Das erklärt er uns gleich noch. Das erklärt er besser. Aber sag ruhig Abschirmung, wenn das für dich der Begriff ist. Für mich ist der es Begriff immer so, ist alles gut. Ich stelle mir immer vor, wir haben einen Schutzschirm, eine Schutzhülle um uns. Wir haben ja eine ganz natürliche Schutzhülle, unsere Aura. Und die Aura bricht zusammen, wenn wir in uns zum Beispiel in diesen starken Feldern bewegen. Und um die Aura wieder stabil zu machen und unseren ganz normalen Schutzschirm wieder aufzurichten, unsere Schutzhülle wieder aufzurichten, bedarf es dann eben solcher Lösungen, die Richard anbietet. Und wenn man eben einen Chef hat, der das nicht akzeptiert, na dann muss ich eben wenigstens die Minimalvariante nehmen und nur an mich denken. Viel das schöner wäre natürlich, wenn das Büro harmonisch wäre. Okay, aber das ist letztendlich nicht die Entscheidung, die man in dem Moment, wo man angestellt ist, man kann das anregen. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, das bringt eh nichts, dann ist man erst einmal für sich selbst verantwortlich. Ja. Das ist auch genau der richtige Weg. Und da muss man eben den eigenen Weg gehen. Wenn ich mir die heutige Arbeitswelt anschaue und vor allen Dingen die Entwicklung, die wir gemeinsam auch aufgrund unseres Alters in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren durchgemacht haben, hat das ja, was die Belastungen betrifft, dramatisch zugenommen. Also da brauchen wir, ich glaube, da ist die Handydichte, die Satellitendichte, die WLAN-Dichte, das war vor 40 Jahren im Prinzip kein Thema. Und da ist es also fast eine Exponentialfunktion. Könnte man davon ausgehen oder muss man davon ausgehen, dass wir irgendwann mal alle betroffen sind? Oder gibt es Menschen, bei denen du auch die Erfahrung gemacht hast, die sprechen auf dieses Thema gar nicht an? Ja, die gibt es ganz oft. Also von all denen, die in meine Praxis kommen, ist höchst selten mal einer, wo ich im Körperwasser nichts finde. Ne? Also die Frequenzen des Stroms trägt jeder in sich, aber nicht alle. Also ich muss mal dazu sagen, 2/3 meiner Patienten sind eh hochsensibel, ne? Und nach dem Resonanzprinzip ziehe ich die halt auch an, weil ich das selbst bin. Und nicht mal von denen spüren alle diese Belastung oder nicht mal von denen sind alle bereit, die Symptome, die sie haben, denn diese Nackenverspannung zum Beispiel, ne, die hervorgerufen wird dadurch, dass der Muskel, der Nerv, der die Nackenmuskulatur versorgt, blockiert ist durch den Strom. Nicht mal da sind alle einverstanden zuzugeben, ja, könnte sein. Ne? Das versuche ich am Gerät immer genau zu zeigen. Da gibt es so eine Methode, wie ich genau zeigen kann, welche Ursache kommt für welche Störung in Frage. Aber das braucht erstmal eine Weile, bis das durchklickert, ne? Bis die Akzeptanz steigert. Aber 2/3 Hochsensible, also die meisten davon, sind offen für dieses Thema, weil sie wissen, dass sie mit allem, was sie umgibt, vorsichtig umgehen müssen. Ne? Aber es gibt durchaus Patienten, denen kann ich einfach nicht helfen, weil sie dieses Thema verneinen. Ich meinte jetzt noch was anderes, nicht nur verneinen, sondern dass es da einfach auch die Sensibilität gar nicht gibt. Ja, die gibt es auch. Das gibt's also auch. Die, also aber wenig. Inzwischen relativ wenig. Relativ wenig. Ja. Ne? Also selbst wenn man einfache Symptome hat, wie Schlafstörung, manchmal ist es schwer zuzuordnen, kommen die jetzt wirklich vom Strom. Ne? Es sind eben allgemeine Symptome. Und wenn es noch nicht so weit fortgeschritten ist, dann können natürlich auch
andere Themen eine Rolle spielen. Ne? Leute, die zu mir kommen, sind allermeistens sehr ausgelaugt. Also die haben nicht mehr allzu viel Vitalstoff in sich. Wenn wir aber uns in stressigen Situationen befinden oder in stressigem Umfeld befinden, verbrauchen wir viel mehr von diesen Vitalstoffen, vor allen Dingen von den Mineralstoffen. Und da kann man natürlich oft nicht unterscheiden, was war Henne und was war Ei. Ne? Das bedarf dann schon gemeinsamer detektivischer Arbeit. In dem Zusammenhang ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass es gab ja 2001 den berühmten Freiburger Appell, also für mich berühmt, ja, viele kennen ihn natürlich nicht, wo sich Ärzte zusammengetan haben und aufgerufen haben, eben in entsprechenden Erklärungen an Ministerien, an entsprechende Stellen, Presse, ne, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Mobilfunk und Erkrankungen und Symptomen. Und dass der Mobilfunk krank macht. Das ist von vielen später unterschrieben worden, insgesamt glaube ich über 30.000 oder so. Das war 2001, Freiburger Appell. 2011 hat die Technikerkrankenkasse eine Umfrage machen lassen in Deutschland, welche Krankheiten oder welche Symptome den Menschen am meisten zu schaffen machen. Ja, und ich muss auch sagen, im Freiburger Appell wurden die Symptome genannt. Und genau diese Symptome sind deckungsgleich. Es sind exakt dieselben Symptome, die im Freiburger Appell genannt wurden, die auch bei der Krankenkassenumfrage als am meisten genannt wurden. Eben Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen. Und irgendwelche Konsequenzen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Das ist ja auch das, was so verwunderlich ist. Ne? Es ist, Richard, es ist natürlich nicht verwunderlich, denn in dem Moment, wo du auf dieser Schiene eine breite Akzeptanz, dann bist du natürlich in der Schadensersatzthematik drin und der Regressthematik drin. Und da reden wir, also wie Petra sagt, sie im Grunde fast bei jedem beim Testen etwas findet. Es mag sicherlich Menschen geben, die telefonieren Tag und Nacht und spüren gar nichts. Richtig. Oder sie spüren, Klammer auf, noch, Klammer zu, gar nichts. Ja. Das wird es auch geben, gar keine Frage. Nur in dem Moment, wo es da einen Kausalzusammenhang gibt, da reden wir über Milliarden und Billionen und das ist natürlich etwas, was die Großindustrie schon zu verhindern weiß, dass wir über dieses Thema dann wirklich ernsthaft nachdenken dürfen. Ja. Das ist völlig klar. Das ist mir auch klar und mir ist auch wichtig, genau das jetzt nicht so, weißt du, so kontrovers darzustellen. Ich bin der Meinung, dass es keinen Sinn macht, gegen etwas vorzugehen. Es macht einfach nur Sinn, aufzuklären über das, was ist. Und wenn ich sage verwunderlich, meine ich verwunderlich, dass Ärzte und Heilpraktiker das nicht aufgreifen, dass es irgendwie nicht in deren Bewusstseinsfeld so hineinkommt. Die Möglichkeit, Menschen, die über Symptome klagen, die identisch sind mit Symptomen, die schon genannt wurden in der eigenen Branche, und da mal genauer hinzuschauen, vielleicht hat es ja mit Elektrosmog zu tun. Und stattdessen alle möglichen Therapien verschreiben, um dann festzustellen, dass 2 bis 4 Wochen später sich doch wieder der alte Status eingestellt hat. Es geht vielleicht besser in den ersten Tagen und dann stellt sich wieder das alte ein, weil nämlich der Elektrosmog dafür sorgt, dass alles beim Alten bleibt. Also in dem Moment, wo es, Petra hat das mit einer Allergie verglichen, in dem Moment, wo du unverändert mit den Allergenen in Berührung kommst, bekommst du die nicht weg. Also da kannst du, was ich fast eine Zeit lang, das mit beim Allergiebereich mit Cortison zuballern, aber irgendwann funktioniert das eben auch nicht mehr. Und das ist dann eine sehr temporäre Sache. Das ist eigentlich logisch, dass das nichts hilft. Ja. Und wenn du die in die Psycho-Ecke und dann mit irgendwelchen Psychopharmaka vollschießt, ist das auch keine Lösung. Also da kommt man natürlich nicht weiter. Aufklärung ist da wichtig. Das wäre mal interessant, so eine Psychoklinik zu harmonisieren, mal zu gucken, was dann passiert. Na, ich glaube, es geht nicht nur um Psychopharmaka, es geht vor allen Dingen auch um Schmerzmedikamente. Ne? Und Schmerzmedikamente sind ja bekannt dafür, dass sie auch durchaus abhängig machen können. Ne? Also ja, und auch heftige Nebenwirkungen haben. Das ist ein ganz schlechter Weg. Ja, klar. Also egal, was du nimmst. Ja, genau. Das ist ja an sich sogar in der Schule, wenn du guck mal auf den Beipackzettel von Diclofenac, was du da an Nebenwirkungen angeboten bekommst. Selbst beim ganz klassischen Aspirin oder ASS
Hast du das auch? Also das sind alles Dinge, die als Dauerlösung sowieso alle nicht funktionieren, ohne dann die nächsten Nebenwirkungen dir einzukassieren. Ja. Du hast ganz am Anfang, das wollte ich noch dich bitten zu erklären, darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Strahlungen, niederfrequente, hochfrequente gibt. Was ist da der Unterschied und was kommt da gegebenenfalls noch, wenn sich dieses Spektrum der Empfindsamkeit, der Sensibilität noch erweitert, was kommt dann noch alles auf uns zu? Also ich weiß von den Extremsensiblen, dass es in der Hauptsache eine, also dass sie sehr stark reagieren auf Hochfrequenzen. Das kann ausgelöst werden durch eine unterschwellige Sensibilität für die Niederfrequenz. Damit meine ich, mit niederfrequentem Strom ist das gemeint, was kabelgebunden ist, Elektrogeräte gebunden sozusagen. Also das, was ich im eigenen Haus habe. Also Steckdose. Büro. Steckdose, ja. Radiowecker, ne? Fernseher im Bett oder am Bett. Verlängerungskabel unterm Bett braucht man ja manchmal mit Mehrfachsteckdose. Und das sorgt dann dafür, dass wir immer permanent bestrahlt werden mit einem Feld, das stehend ist. Ne? Es ist ein stehendes Feld aus kohärentem, niederfrequentem Strom. Und das belastet natürlich den Körper mit der Zeit. Und irgendwann kommt dann eben noch diese Hochfrequenzstrahlung dazu. Übrigens in den meisten Schlafzimmern sowieso, ja, weil entweder sind es die Nachbarn mit ihren Schnurlustelefonen, die direkt nebenan sind, in Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, oder WLAN. Man hat es ja von allen Seiten. Oder es ist ein Mobilfunkturm, der ein paar hundert Meter weiter steht und der da wunderbar reinstrahlt. Das kann man ja alles mit Messgeräten, kann man das sehr deutlich darstellen. Ja, ja. Und ich, also es ist immer so, dass die Kunden, bei denen ich bin, die ich berate, dass die total schockiert sind. Jetzt hatte Petra das Bild, was ich sehr schön fand, gesagt, das ist wie so eine Abschirmung. Ja. Du hattest jetzt korrekterweise darauf hingewiesen, dass du von Harmonisierung sprichst. Ja. Das müsstest du jetzt nochmal vielleicht erläutern, was denn das, was ihr anbietet, was denn da genau passiert. Vor allen Dingen, ich fand das den Hinweis auch gut, wir können nicht wieder zur Postkutsche und zur Brieftaube zurück. Ja. Das heißt, wir müssen telefonieren, wir müssen an PCs sitzen, wir müssen zwar kein Fernsehen gucken, das sollte man eigentlich sein lassen, aber wir brauchen bestimmte Geräte, brauchen wir. Und damit muss man im Alltag leben können. Wenn ich das jetzt harmonisiere oder Schrägstrich abschirme, funktioniert das dann unverändert noch? Also da kann ich noch telefonieren. Also das sind jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal. Ne? Aber ich versuche es mal irgendwie darzustellen. Es gibt also Abschirmung und Harmonisierung, das sind exakt die zwei, finde ich jedenfalls, die zwei Möglichkeiten, die man hat, für die man sich entscheiden kann. Abschirmung, kurz gesagt, ist so, dass es gibt da also auch da wieder unterschiedliche Systeme. Das eine schafft einen tatsächlichen Schirm, so wie ein Regenschirm, ja, der sämtliche Frequenzen sozusagen abschirmt. Die dringen also nicht mehr bis ins Haus und dann ist man eben entsprechend geschützt. Ja? Ich schütze mich vor den Strahlen, die von außen kommen. Was innerhalb dieses Hauses oder der Wohnung passiert, ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber wir sind zumindest von außen geschützt. Wir sind aber dann auch vor allen anderen Frequenzen geschützt. Also es lässt keine Frequenzen durch, die zum Beispiel die Schumann-Frequenz, ja, die wir für uns brauchen. Auch das ist natürlich dann entsprechend ausgegrenzt. Ne? Und es hat diese Haltung von ich hier und da draußen die böse Umwelt, vor der ich mich schützen muss, das ist nicht unbedingt so, finde ich, das Denken des neuen Menschen, des Evolutionsprozesses, durch den wir hier gehen. Das führt uns, bringt uns eher wieder zurück zu dem, wo wir mal waren. Ich finde, dass die Lösung von heute die ist, dass wir es harmonisieren. Und das ist das, was wir machen. Wir harmonisieren. Wir machen den Bock zum Gärtner. Das elektrische Feld, das eigentlich schädlich ist, wird zum Träger eines harmonischen Feldes. Das heißt, solange ich mich in diesem elektrischen Feld bewege, bewege ich mich in einem harmonischen Feld. Das harmonische Feld ist klar begrenzt oder klar definiert als das Feld des sichtbaren Lichtspektrums, also dem, was wir in der Natur haben. Ja? Natürlich kommt einem das nicht in den Kopf zu denken, wenn ich durch ein Haus oder durch eine Wohnung gehe, das ist ja wie in der freien Natur, weil alles, was ich sehe, widerspricht dem natürlich. Ne?
Aber eigentlich ist es das. Also eine Art Transformation eigentlich. Ja. 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 Wir bringen die Frequenzen, die Schwingungen des eigentlichen freien, natürlichen Feldes wieder ins Haus. Und der Träger ist genau der, der uns normalerweise schadet. Das elektrische Feld, das niederfrequente Feld. Und alles, was dann an diesem Feld angeschlossen ist, jedes Gerät, Strom, Kühlschrank, Waschmaschine, was auch immer, strahlt, und genauso auch der Router, strahlt harmonisch. Das heißt, es macht dem Organismus überhaupt nichts mehr. Das Gleiche gilt für Frequenzen, die von außen in dieses Feld hinein wirken. Die sind technisch völlig funktionabel, aber auf der Informationsebene geben sie dem Körper diese harmonische Information. Mit anderen Worten, der Körper ist auch da nicht mehr irritiert. Ja. Kannst du, ohne dass ihr jetzt, ich sag mal, die Betriebsgeheimnisse offenbarst, sagen, was für einen Weg ihr gegangen seid, um aus einer WLAN-Technologie, einer Handysmog-Technologie, einem Schnurlostelefon und so weiter, all das, was dort passiert, etwas Harmonisches zu transformieren? Also wie das funktioniert, dass die Dinge plötzlich den Organismus nicht nur schädigen, sondern von dem Organismus als etwas Harmonisches, Positives empfunden werden? Ja, also es ist ja so, dass wir nicht wirklich diese Frequenzen brauchen, um sie zu harmonisieren, sondern wir brauchen eigentlich nur ein Trägerfeld, eine Trägerenergie. Und das ist im Haus, gibt es eigentlich nur diese einzige kohärente Energiefeld des elektrischen Stroms. Und das wird dann zum Träger. Und wenn ich zum Beispiel den Bioring trage, dann ist das die Information, die sich auf das Energiefeld meines Körpers überträgt. Dabei ist dann völlig egal, welche anderen Strahlen auf mich einströmen, weil die keine Resonanzen erzeugen. Also ich muss gar nicht wissen, welche Frequenzen auf mich kommen, solange ich weiß, dass sie außerhalb des sichtbaren Lichtspektrums sind. Und das ist bei den meisten künstlichen Frequenzen so. Es ist nicht unbedingt bei Erdstrahlen, ne, bei geopathischen Einflüssen so, aber sie sind auch außerhalb des sichtbaren Lichtspektrums. Das ist ja das Kriterium für das harmonische Feld. Ja. Sind außerhalb des sichtbaren Lichtspektrums und können auch da keine Resonanzen erzeugen. Und damit ist das klar definiert. Da kann sich also, da können die Mobilfunktreiber mit noch schnelleren Frequenzen und stärkeren Frequenzen kommen. Das würde nichts machen. Ich möchte aber noch was dazu sagen. Also eigentlich wäre es ja das Genialste, wenn die Mobilfunkbetreiber das akzeptierten und mit dem Handy gleich ein solches Transformationsgerät, ich sage das jetzt mal so, entweder mit einbauten oder mitlieferten, sodass man sagen kann, okay, das ist etwas, was, also wenn die mal auf den Trichter kämen, wäre das ja sogar ein Marketingaspekt, der zwar einerseits die Akzeptanz unterstellt, dass sie vorher diese Dinge ignoriert haben, jetzt darum wissen und jetzt darauf reagieren, andererseits aber jetzt etwas anbieten, was dem Verbraucher dann auch nicht den Schaden zurichtet, bei dem Verbraucher den Schaden anrichtet, den es im Augenblick noch tut. Wenn sie es aber täten, wäre das ein Eingeständnis. Und ich glaube, das ging nicht. Da haben die schon juristische Tricks. Sie müssten einfach so, als Marketing-Gag wäre das eigentlich eine gute Sache. Es ist ja so, das, was wir ins Handy legen, um es unschädlich zu machen für den Körper, das könnte von vornherein ab Werk sein. Weil es hat zum Beispiel, unser Teil hat nur 0,3 Millimeter. Das passt unter jeden Akku. Ich möchte aber doch noch was sagen. Ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Swiss Harmony nun alles regelt. Das ist nicht der Fall. Und ich sage das deswegen, weil ich keine falschen Hoffnungen wecken will bei den hochextrem sensiblen Menschen. Ich weiß aus Erfahrung, dass wir lindern können, aber wir können es nicht beheben. Es ist nicht so, dass wenn man sich sein Haus harmonisiert, hochsensibel, hochfrequenz sensibel ist, dass dann alles gelöst ist. Das ist nicht der Fall. Ne? Ich habe das auch schlucken müssen. Ich hatte auch immer die Idee, meine Produkte, die kriegen das alles hin. Die brauchen das nur eins zu installieren und fertig. Und wenn dann die ersten Rückmeldungen kamen, dann habe ich immer gedacht, woran mag das liegen? Und bei den Hochfrequenzsensiblen ist mir jetzt inzwischen klar, dass da Gründe vorliegen, die ich noch nicht kenne. Und das ist auch einer meiner Hauptaufgaben geworden inzwischen. Ich möchte da einfach weiter
weiter forschen, weiter entdecken, was können wir tun. Denn das Leben, was zum Beispiel Roswitha führt, das gönne ich niemandem. Ja, also ja. Das ist auch deutlich und das ist auch gut so. Die Forschung und das weitere Erforschen ist nicht etwas, wo du sagst, dass wir haben jetzt hier was wir verkaufen können, sondern da genau das noch mehr wissen wollen, das steht auf der Agenda ja. Und so muss es auch sein, ja. Dass die Dinge eben noch besser in den Griff bekommen ja. werden. Ja. Ich weiß das aus den Anfängen meiner Firma, ne? Dass die ersten Rückmeldungen per Telefon, also bei mir funktioniert es nicht oder so, da habe ich immer gedacht, oh Gott, und war beinahe geneigt, mir was anders auszudenken, ne? Also was weiß ich wieder, einen anderen Beruf oder so, weil ich mir dachte, das kannst du gar nicht verkraften. Aber dann habe ich begriffen, sind es gar nicht so viele und zweitens sind bei denen es funktioniert, sowas von zufrieden, da fühlte ich mich verpflichtet weiterzumachen und genau da eher hinzugucken, anstatt es zu ignorieren, sondern hinzugucken und weiter zu forschen, warum funktioniert das nicht. Ne? Das, was du am Anfang gesagt hast, Baubiologen kommen, also das ist, glaube ich, etwas in Ergänzung. Also hier wird deutlich, ja. dass ich auf mehreren Säulen im Grunde genommen vorgehen muss, auf verschiedenen Wegen vorgehen muss, dass das etwas ist, was man in jedem Fall auch empfehlen sollte, um zu schauen, gibt es da noch geopathische, gibt es da noch irgendwelche anderen Probleme, die jenseits des klassischen Elektrosmogs agieren. Ganz bestimmt. Als Richard gesprochen hat, habe ich auch so gedacht, eine Störung, die ich empfinde, die entsteht durch mehrere Aspekte. Also dürfen wir auch nie denken, dass wir nur durch einen Aspekt alle Störungen wegkriegen. Ja, ne? Also wir müssen wirklich weitermachen. Ich kombiniere, wie gesagt, um ein normales, relativ normales Leben zu führen zu können, die Abschirmung, ne, am Schlafplatz, am Arbeitsplatz, am Körper, im Auto mit der Bioresonanz, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich nur abschirme, dann stellen sich doch wieder Symptome ein, weil die Menge der Belastung kann sehr unterschiedlich sein draußen, ne? Oder auch andere Belastungen, die dazukommen und wirken. Und wenn ich Bioresonanz und Abschirmung kombiniere, dann geht es mir gut. Und bei einem anderen hilft vielleicht was anderes. Ne? Ja. Aber ich würde jedem empfehlen, der solche allgemeinen Stresssymptome empfindet und sie nicht los wird, erstens einen Therapeuten aufzusuchen, der sich mit Elektrosensibilität auskennt und der mal guckt, kann das überhaupt ein Thema sein? Und wenn der rausfindet, jawohl, das ist ein Thema, auf jeden Fall einen Baubiologen kommen zu lassen, um die Höhe der Belastungen festzustellen. Wir haben letztens bei einer Familie gemessen, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, von den Wohnverhältnissen her und das, was sie erzählt haben. Ne, es gibt immer vorher einen Fragebogen, wie belastet ist ihr Wohnumfeld. Und da habe ich vom Fragebogen her gedacht, naja, da müsste eigentlich eine Bodyabschirmung reichen. Da ging es auch um den finanziellen Aspekt, ne, Therapie und Baubiologe, muss man ja auch erstmal ausgeben können. Und als wir dann, die haben sich aber Gott sei Dank für eine Messung entschieden. Und als wir gemessen haben, haben wir gestaunt, weil das war der höchste Wert an Körperspannung, den wir überhaupt je gemessen haben. Also das weiß man vorher nicht. Ne? Und deswegen denke ich auch, ich finde auch, man kann, wenn man baubiologisch das abgeklärt hat, wirklich eine passende Lösung finden. So ist es eine allgemeine, von der ich hoffe, dass es funktioniert. Ne? Aber wenn der Baubiologe da war, dann weiß ich genau, okay, Decktelefon muss abgeschirmt werden, Handy muss abgeschirmt werden, Körperschutz für unterwegs und im Haus brauche ich die und die Stärke. Ne? Das spielt ja auch eine Rolle. Und so kriegt man eigentlich ein Optimum zusammen. Ja. An sich müsste man ja idealerweise, wenn ich die Situation habe, dass ich da noch was entscheiden kann, also ich ein Haus bauen möchte, gleich ganz am Anfang den holen, um dann festzustellen, muss ich nicht möglicherweise die ganze Bude 5 Meter nach rechts schieben. Die alten Römer haben das ja gemacht. Die haben erst Ziegen weiden lassen, ne? Und dann, wenn das gut war, dann haben sie da gebaut. Ne? Also die Postkutschenzeit schon auch manche Vorteile. Ja. Wissen, wenn das Wissen, das was du sagst, das Wissen, die Sensibilität um solche Dinge da war, das war schon dann ist das ja ein kluger Weg. Genau, ich brauche ja nur mal mit offenen Augen auch mein Wohnumfeld zu begucken. Ne? Da gibt es ganz eindeutige Zeichen in der Natur, ob das ein belasteter Platz ist oder klar, nicht. Ne? Klar. Die Tiere sind
elektro- und strahlensensibel. 20% der Tiere. Guck dir die Bäume an. Genau. Du kannst es an Bäumen sehen. Also was da an, gegebenenfalls an Verwachsungen oder genau. an Schrägwachstum. Geteilten Stämmen, ja, also Stämmen, das sind alles Dinge, ja. die Natur verrät uns da viel, genau. viel mehr. Wir haben das nur alles zu lesen verlernt. Genau. Und ja. Also da gibt es gute Beispiele, dass die Natur und die Tiere da sehr viel sensibler waren. Das ist ja, mir fällt bei dem Thema immer wieder nur ein, dieser gigantische Tsunami mit, ich weiß nicht, Zehntausenden von toten Menschen, nicht einem toten Tier. Die waren alle weg. Die wussten das. Die haben genau. das alles vorher gespürt, die waren genau. alle weg. Genau. Das ist kein Hund, keine Katze, gar nichts, kein Affe. Niemand ist aus der Natur da von umgekommen. Also natürlich die sich nicht bewegen konnten, also Bäume, das ist klar. Aber die Tiere waren alle weg. Genau. Also. Und das ist ja, das war so ein Touristengebiet, ne? Wenn es ein ganz normales Gebiet gewesen wäre, wo noch Eingeborene gelebt hätten, wären die auch weg gewesen. Da bin ja. ich ganz sicher. Weil die das auch lesen können. Natürlich. Ja, klar, klar. Letzter Punkt, einfach nur, um das nochmal abzurunden. Also diese Ergänzung, Baubiologie, dann auch, das finde ich sehr sympathisch, dass du sagst, ich habe hier nicht das Allheilmittel und löse das alles, aber es sind Schritte, du hast sehr viel positive Resonanzen und es gibt dann eben die Abstufung, das Thema am Auto zu lösen, die Abstufung, dass du als Individuum einfach für dich deinen Schutz, deine Harmonisierung vornehmen kannst und da, wo du die Möglichkeit hast, zu Hause den Wohnraum in den Griff zu bekommen und wenn ein Arbeitgeber mitspielt, natürlich auch den Büroraum. Also da habt ihr eine Kaskade unterschiedlicher Möglichkeiten, die darauf dann jeweils die passende Antwort auf die entsprechende Herausforderung geben. Genau, ja, das haben wir. Wir können also, im Grunde können wir alles harmonisieren. Wir haben Hotels harmonisiert, die Paracelsus-Klinik in der Nähe von St. Gallen ist harmonisiert. Ja. Das ist eine große Tagesklinik, die alternativ behandelt, die sich auch bewusst ist dieser Elektrosmog-Situation. Ja, also wir können uns einstellen auf jede Situation. Und ich kann einfach nur empfehlen, es auch zu tun, weil auch Arbeitgeber haben Vorteile. Weil in einem klar. gesunden Zuhause ja, ne, sind weniger Krankenausfälle. Ja. Ist doch logisch. Die Mitarbeiter sind viel konzentrierter und können ganz anders arbeiten. Ja, auch wenn sie nicht krank sind, die Vorstufen oder das, wie sich das entwickelt, was Petra erzählt hat, das beeinträchtigt natürlich auch die Qualität. Wenn ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, dann finden die Arbeit am PC natürlich ist beeinträchtigt. Das ist doch alles völlig logisch. Also wer sich darüber im Klaren ist und die Möglichkeit nutzt, hat natürlich auch als Arbeitgeber immense Vorteile. Das ist auch völlig, völlig klar. Ja. Und dann dürfen wir gespannt sein auf, ich sag mal, vielleicht weitere Forschungsergebnisse, wenn also in der Zukunft ihr noch was rausgefunden habt, was möglicherweise jetzt noch nicht beantwortet, Fälle, die noch nicht gelöst werden konnten, wo das Menschen noch nicht in den Griff bekommen haben. Vielleicht sehen wir uns wieder und wir werden dann eine entsprechende Neuerung mitgeteilt bekommen, weil einfach die Forschung bei euch dann weitergeht und das ist auch geht auf jeden Fall Sache. Weiter. Ja, weißt du, die Forschung bis heute in dem Bereich hat ja immer nur nachzuweisen versucht, dass Elektrosmog schädlich ist. Aber keiner schaut genau hin, wieso ist der eine jetzt, wieso ist der heute plötzlich elektrosmog-sensibel und war es gestern noch nicht? Was ist passiert? Worin unterscheidet sich gestern von heute? Alle solche Dinge. Ne? Was kann man wirklich dann tun? Wenn also einfach Akzeptanz dessen, was ist und schauen, wie man sich darauf am sinnvollsten einstellt. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft dieser Sendung. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auch die es jetzt noch nicht spüren, im Zweifelsfalle aufgrund der gigantischen Zunahme der insgesamt stattfindenden Belastung im Zweifelsfalle morgen auch etwas spüren und übermorgen vor riesigen Problemen stehen. Also das etwas ist, was möglicherweise überhaupt gar keinen Umweg um irgendeinen von uns macht. Genau. Vielleicht nicht heute, aber morgen oder übermorgen. Ja, und mir ist wichtig, ich will damit keine Ängste schüren. Ich will einfach nur die Achtsamkeit Vorsorge für dieses Thema erhöhen, dass man da genau hinschaut. Ja. Mhm.
Herzliches Dankeschön auch für die persönlichen Eindrücke und dann wünsche ich insbesondere natürlich auch deiner Arbeit und dem weiteren Erforschen der Ursachen und der Breite viel Erfolg, denn es ist ein Wettlauf derjenigen, die hier Dinge anbieten und gleichzeitig der Kurve der sich verbreiternden allgemeinen Belastung. Also da wird noch viel zu tun sein und noch viel auf euch zukommen. Herzliches Dankeschön. Wir haben zu danken. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.swissharmony.com ein mit Informationen zu diesem Thema, mit Erkenntnissen, die sich mit dem Thema Elektrosmog und den Auswirkungen befassen auf der einen Seite und Harmonisierungslösungen, wie ihr erfahren habt, von der individuellen persönlichen Möglichkeit, von der Möglichkeit, das im Auto zu machen oder eben auch am Arbeitsplatz oder in größeren Unternehmen. Da gibt es ein breites Feld, eine breite Möglichkeit von Angeboten und angesichts dessen, was auf uns zukommt, jetzt schon da ist und in Zukunft noch zukommen wird, ist das auf jeden Fall ein Thema, was nun wahrlich nichts mit irgendwelchen Absonderlichkeiten zu tun hat, sondern im Zweifelsfalle jeden von uns einmal treffen kann. Und insofern ist es auch sicherlich sinnvoll, schon jetzt vorsorglich einmal sich mit dem Thema zu befassen und erst bestimmte Symptome erst gar nicht eintreten zu lassen. In diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.